Hallo, Sion hier und weiter geht's mit Grania 2 und Level Up für Merrick. Direkt in die Szene rein. Elena, die bereit ist, sich für den Untergang der Welt zu opfern, ne? Na, was denkst du denn? Aber wie kannst du das machen? Du hast die Hörner nicht. Ein Teufel wäre doch nichts ohne seine Hörner. Oh mein Gott. Kann er sie wirklich von... Ich meine, das hat er immerhin versprochen. Und hat er das wirklich drauf? Dark Soul? Nein. Oh shit. Da ist sie ja wirklich. Oh, Millennia. Schwebt er da? Ist Kam? Das heißt, er möchte jetzt aus Millennia komplett... Ja, das ist wahr. Sie hat nie selbst nachgedacht. Hm? Millennia soll also die nächste Wärmer werden, ja. Ich? Ach so, ist das. Du wolltest komplett wärmer werden, um mit Ryude zusammen zu sein und Millennia verschwindet von der Bildfläche. Das ist krass. Das heißt... Wow. Hm. Ohne die Flügel geht's nicht, ja? Wow. Okay. Na, ist doch gut, wenn der Teufel nicht dafür ist, die Welt zu zerstören. Ja, gib sie wieder frei. Ja. Wie? Oh fuck. Er zündet den Mond? Oh mein Gott, die Dinger. Merkt euch die mal für später. The revival of Valmar has begun. None of you matter anymore. My mortal body discarded. I shall become the will of Valmar and create the perfect, ideal world. Now the time has come. All is for the new world, and I will it. Ryude, I'm
Stop it! Elena! Millennia! Zira, stop spouting madness! Your perfect world, it cannot exist! Yes, a world with one perfect god. The end of death, the end of life. After the day of darkness, only my will shall remain. My perfect, absolute will. Damn it! Stop! Elena, Millennia, return them! Return them to me! Go ahead, shout louder. Your voice shall sound across the world and stir the slumbering god. What? This cannot be! Zira! Won't let you get away with this! Ryudo! Escape with Elena! Run! What do you think you can do now? Come, relinquish your power. I'm so glad that I met you. That I fell in love with you. Elena is me. The two of us will live on, no matter what. Millennia! I will protect you. So... Ryudo, don't forget me. Und das, obwohl sie so viel für ihn empfunden hat, sogar so viel, dass sie quasi ihre Kontrahentin freisetzte. Damn. What rubbish. Gefühle, die er wohl nie verstehen wird. What? No horns? Where are the horns? Oh, no matter. The revival of Valmar has begun. Now I shall become the will of Valmar. Aber das ist ein imperfect God. Du hast keine Hörner. Wie sieht denn das aus? Stellt euch den Teufel mal ohne Hörner vor. Oh Mann. Aber Lenny hat dich gesaved. Wir müssen hier weg, ja? Wäre es nicht das Beste zu versuchen, das Ding hier zu zerstören? Oh Mann, wir haben Berlin ja echt verloren, ne? Na, das wird sie wohl nicht wollen, so schlimm das auch ist und so schwer das auch ist. Ich kann das absolut verstehen, ne? Oh Mann. Ja, der ganze Mond geht anscheinend wirklich in die Luft. Aber hey, das ist wieder das erste Gebiet. Wir sollten also fast raus sein. Immerhin. Müssen wir wohl später nochmal irgendwas überlegen. Wir werden schon einen Weg rausfinden, hoffentlich. Diese Selbstzweifel. Interessanter Vergleich hier.
Ja, Feuer wäre gut. Okay, bevor wir aber weitergehen, gibt es ein bisschen was zu equippen. Und ich habe die Eier ein bisschen geswitcht, ne? Das kommt weg. Das kommt weg. Wobei, du hattest... Doch, du hattest das Chaos Egg. Du behältst dein Dragon Zap. Und du kriegst das Star Egg. Und du hattest doch das Gravity Egg. Da war alles richtig. Accessories und neue Boots hatten wir, aber die bringen dir nichts. Neuen Head... doch, da bringt er was. Ja, 5% MP sparen ist immer gut. Und wir hatten noch... neues Kleidchen bekommen, eine neue Robe, ne? Angel's Robe. Moment, kannst du die nicht nehmen? Doch, kannst du. Restores HP Incumbent. Naja, nimm du die, du hast weniger. Ansonsten... warum ist Elena tot? Das ist interessant. Die ist definitiv nicht im Kampf gestorben, aber gut zu wissen. Dann muss ich sie wohl mal wiederbeleben, dann brauche ich anscheinend eine Wiederbelebung. Allerdings, können mir gerne jemand sagen, ob die geskriptet ist, das weiß ich nicht, das ist mir vorher auch noch nie aufgefallen. Wahrscheinlich war ich immer sofort bei einem Savepoint oder so. Ah, du hast Wiederbeleben, ne? Das ist sehr merkwürdig, das ist mir zumindest noch nie vorher aufgefallen, aber gut. Dann Power-Up, nenne ich Power-Up Skill Equip. Müssen ein paar Leute wieder was ablegen, schätze ich. Du musstest das ablegen, du hattest von ihr anscheinend den Speed und Boomflame. Ja, das kannst du behalten. Item Use kannst du auch ablegen, ist okay. Intelligence ablegen. So, und dann füllen wir dich erstmal wieder auf. Ja, dauert gerade ein bisschen, aber ihr wisst ja, wie das ist. Und heute möchte ich das doch lieber on-screen machen. Schauen wir mal Speed... Boomflame, Zapfire, Intelligence, Magic Power eigentlich, ne? Noch mehr MP, aber nee. Nimm mal die Toughness lieber. Oh Mensch, Merrick hat auch so viele Dinger, wollte ich schon sagen. So viel, ne? Zum Auswählen ist auch echt nicht schlecht. Ja, die MP kann auch ich erstmal nehmen. Die Toughness brauche eigentlich zwar nicht, aber mein Gott. Wenn man halt noch freie Punkte hat, was soll man damit machen, ne? Da muss ich anscheinend auch nochmal ein bisschen nachlegen. Da fehlen mir ja noch ein paar Sachen. Von mir aus. Moment. Ah ja, du bist noch nicht komplett. Gibt's noch was? Aim for Counter. Ja, von mir aus. Irgendwas fehlt, aber irgendwas habe ich anscheinend vergessen. Komm bestimmt noch drauf in den nächsten Folgen. Nimm mal ruhig erstmal live ab, man weiß ja nie. Ansonsten, Power-Up. Eigentlich brauchen wir da nicht so viel. Du kannst aber gerne die komplementieren und dein... eine White Apocalypse voll machen. Ansonsten Ei-technisch haben wir das dann wohl auch jetzt mal bald gemaxt. Damit wir das auch nochmal komplett haben. Super, damit hätten wir auch das Gravity Egg fertig. Und das Star Egg war schon fertig. Und das Soul Egg, das ist noch nicht fertig. Daran müssen wir noch ein bisschen arbeiten. Aber das sollte auch nicht so lange dauern. Damit müssten dann eigentlich alle Eier fertig sein, ne? Oder im Moment hatte ich das Chaos Egg? Ah, das Chaos Egg ist noch nicht fertig, okay. Da gibt es noch ein bisschen zu tun, tatsächlich. Ah, Mann. Schade. Ich dachte, wir wären jetzt schon fertig. Aber wir waren auf einem guten Weg. Wobei, schaut mal. Ah, fast. Ich habe das Ei fast fertig. Es wird nur noch ein bisschen hier. Dann habe ich alle Eier, die ich eigentlich benutzen will, auch fertig. Nice. Ja, und ich frage mich wirklich, ob überhaupt noch ein Kampf hier vorkommt. Oder ob wir einfach direkt fliehen können. Okay, es kommt ein Kampf. Dann gut, dass ich Elena geheilt habe. Ich glaube, ich hätte mir echt den Arsch gebissen, wenn sie dann hier in diesem Kampf einfach tot da gelegen hätte. Das wäre echt auch fies gewesen, ne? Und ihr seid Wärmerflies. Euch gab es definitiv nicht in Grandia 1. Ihr habt keine Schwäche, aber ihr habt nur 3600 Punkte. Aber wisst ihr, Elena ist ein bisschen sauer, glaube ich. Mhm. Vor allem, wir kriegen die Mucke, als ob wir einen Hinterhalt haben, aber... Komm schon, Elena, gib ihn. One-Shot. Easy. Ich hab nie an ihr gezweifelt. Ja, richtig nice, ne? Einfach mal so eine komplette Gruppe geone-shotted mit
White Apocalypse. Ich wusste, dass sie es kann. So, schauen wir mal, ist hier noch was? Oh, du bist aber ein Dicker. Gibt's da noch was zu holen? Nee, da geht's nicht weiter. Okay, dann müssen wir wohl mit dir spielen, ne? Oder darf ich da lang? Nee. Na, mal sehen, was kannst du denn alles? Willst du ein Boss sein, oder was? Ah, es ist aber ein bisschen dickeres Vieh, ne? Ich habe ja gesagt, merkt euch das Design mal. War ja klar, dass so welche auftauchen. Und Elena wird halt wirklich die ganze Zeit geheilt, ne? Velma Young. Bist du ein kleiner Velma? Hast auch keine elementaren Schwächen, dann passt das. Könnte übrigens, das Ding könnte, noch eine Soul of Asura droppen. Also quasi dasselbe Item, was Ryudo hat, mit denen er mehrere Hits machen kann, was halt echt extrem cool ist. Aber schauen wir mal. Wie hoch die Dropshot ist, das ist natürlich dann eine andere Frage, ne? Aber sowas einfach mal so zu bekommen, wäre halt echt cool. Und vielleicht ist es halt wirklich so storybedingt, dass Elena quasi da drin gestorben ist und deswegen ihre Lebenspunkte auf Null waren. Ich bin nicht mal sicher. Ich bin wirklich nicht mal sicher, aber das wundert mich gerade wirklich. Boah, wie der abgeht, ey. Stinkt ein Epileptischen hier. Ja, nicht schlecht. Also Elenas Damage ist so gut wie eh und je. Na, kannst noch gucken, dass du ein bisschen... Oh shit, sorry, Tio. Da war ich nicht schnell genug. Aber die Kleinen sind auf jeden Fall down. Ryudo kann ein bisschen seine Lebenspunkte auffrischen bei dem Teil. Komm weiter. Nice, und du? Na, du hast noch 2000. Das solltest du eventuell mit einem Fast Dance World schaffen. Eventuell. Könnt dran sein. Als ist das wieder so langsam. Nice. Guter Damage, auf den ich mich verlassen kann. Und nein, wir haben leider nur das Yomis Elixir bekommen. Schade. Hätte lieber noch eine Soul of Asura. Weil, warum nicht? Vier Hits machen ist immer cool. Noch mehr davon. Willst du kämpfen? Sogar zwei von euch. Mensch, die wollen uns wirklich nicht fliehen lassen, ne? Okay. Ich habe noch genug Punkte, denke ich. Das sollte nicht zu schwer werden. Kannst du mit einem Dragon Set beide treffen? Ich denke. Wird aber ein bisschen knapp hier anscheinend. Kannst du den kurz staggern? Danke. Wusste doch, auf dich ist Verlass, Elena. Ist nur die Frage, ob ich trotzdem beide treffe. Da bin ich nämlich nicht sicher. Nee, ich glaube, der ist zu weit nach vorne gekommen. Schade. Feel the Wrath of the Sky. Nice. Na komm. Gib den ordentlich. Nur 2000. Der macht deutlich mehr mit seinen Special Moves. Ich hatte ja gehofft, beide zu treffen, ne? Mach mal bitte die einmal. Ja, da kommt der Damage her. Übrigens habe ich inzwischen schon die ersten Parts zur Metal Gear aufgenommen, die bis dieser Part oben ist, wahrscheinlich auch schon teilweise oben sind. Gab einige Fails, also ich bin wirklich nicht mehr so fit in Metal Gear Solid gewesen, aber ich werde sehen, wie Phantom Pain läuft. Ich denke, nach und nach wird das Gameplay besser werden. Nice, einer ist sogar verwirrt. Hoffentlich der gerade dran ist und hoffentlich haut er sich selbst. Ach, nee, Tremor. Na komm. Wie viel zieht das? Ja, geht. Kann ich mitleben. Ich lebe ja noch. Wie, der Verwirrung ist schon weg. What the fuck? Die habt ein bisschen zu viele Lebenspunkte. Kannst du einen von den beiden... Nein, solltest du hinbekommen. Und ja, es ist halt die Wahl bei den beiden, Meteor Strike gegen Dragon Zap. Aber weil Feuer mehr Buff hat als Donner bei ihr, hat sie halt das. Dragon Zap, dann müsste ich wahrscheinlich mein Skill Equip nochmal ändern. Und gleichzeitig dann Get Zap, Dragon Zap. Ich glaube, Blue Tower hat mir gesagt, die Potencies für beide Attacken sind gleich hoch. Also dass Dragon Zap so stark ist wie Get Zap. Wenn das der Fall ist, dann ist es auch ziemlich nice, aber... Na, dann ist Dragon Zap anscheinend doch wirklich besser. Ich dachte eigentlich,
Gatsep wäre etwas stärker. Aber wahrscheinlich ist es dann doch nicht der Fall. Und deswegen habe ich meine Equip halt auch entsprechend so, wie ich es gerade habe. Das ist, glaube ich, doch ein bisschen zu viel, ne? Das schaffst du nicht. Nee, ich habe mich ein bisschen verschätzt. Wen willst du denn? Schaffst du, Elena? Ach, komm. Ich habe gedacht, sie kriegt das wirklich hin. Na gut. Na doch. Ja, ihre Attacke ist einfach zu langsam. Na gut. Und eigentlich ist die Zeit etwas knapp, ne? Aber ich würde sagen, ein bisschen können wir noch machen heute. Sauber, Beast Fang Kurt. Oder ne, ein Critical war das. Ja, kann Theo nicht vorhin? Merrick, we have to leave! Stay there, I can handle this! Merrick! Don't move! Go, Theo. I'm okay. I will be right there. Merrick, I cannot leave you behind. Go, Theo. I am fine. You know how this must end. You're thinking with your heart. Understand? Hey, Grannis, are you listening? This is my first and last prayer to you. If you have any power left, take them away. Away to safety! Der Granny Saber ist zerschellt. What the hell? Ja, obwohl du Millennia so fies entgegengetreten bist, ja. Ja, ist im Moment auch egal. Ja. Merrick hat sich geopfert, damit wir noch lebendig rauskommen, genauso wie Millennia. Zwei Opfer in einer Episode. Ah, Theo. Aber du hättest es lieber nicht, ja? Weiß auch nicht, wir sind gerade irgendwie echt am Arsch, ne?
Es ist echt eine super traurige Situation, ne? Ich meine, im Endeffekt, das hier, nur so nebenbei, ist super wichtig. Vergesst das hier nicht, denn das hier ist das Missanga. Das Missanga, was das auch macht. Wo ist es denn? Missanga, Missanga. Man kann es leicht übersehen. Das ist halt deswegen relativ wichtig. Aber wo ist es denn? Ich zeige es euch. Ich weiß noch nicht, ob ich es benutzen werde, beziehungsweise ob ich es brauche. Es müsste eigentlich hier irgendwo sein. Healing Fruit, Moonstaff, Medica, America. Oder auf der letzten Seite, ne? Hier, Missanga. Das gibt euch alle Special Coins zurück, die ihr im Laufe des Spiels für America ausgegeben habt. Und das war eine Tonne. Ich werde sehen, ob ich das benutzen werde. Ist mein Andenken-Item an ihn, ja. Der arme Typ. Aber ich meine, der hat so viel SP gefressen. Das heißt, wenn... Das ist halt echt cool vom Spiel gemacht. Das heißt, wenn er zurück... Oder besser gesagt, wenn er stirbt und ihr denkt euch, hey, scheiße, ich habe jetzt irgendwie 25.000 Punkte für ihn gegeben, werdet ihr immer nochmal dafür belohnt. Ich überlege, ich werde es wahrscheinlich benutzen, um halt für Charaktere alles noch zu maxen. Aber mal schauen und... Shit. Diese ganzen Wärmerkäfer sind mit uns auf der Erde gelandet. Oh shit. Die töten die Leute und kacken die Wände an. Scheiße. Wo sind wir überhaupt? Ja, wir haben alles nur noch schlimmer gemacht, ne? Mhm. Na, wie willst du das jetzt bewerkstelligen? Alles klar. Ich würde aber gerne speichern. Eigentlich möchte ich die Episode nicht mehr viel länger laufen lassen, weil es langsam mal Zeit ist, dass ich Abendessen mache und es läuft ein echt cooles Theme. Nur so nebenbei. Aber anscheinend mache ich noch ein kleines Stückchen weiter. Ach, ich kann nur nach East Silesia. Okay, dann wird hier wohl kein Savepoint sein. Schauen wir mal, wo das Spiel eigentlich will, dass wir jetzt hingehen. Das ist auch interessant, ne? Wo genau sind wir denn? Schaut mal, ne? Cyrum Castle. Vielleicht treffen wir den kleinen Rowan wieder. Es war also allen anscheinend nach seine Stadt, die hier ein bisschen bombardiert wurde, ne? Und wir werden auch gleich die Suche aufnehmen, aber erstmal... Ne, eigentlich wollte ich nochmal kurz im Waffen... Ganz ehrlich, ich will mal ganz kurz im Waffenshop schauen, ob es was Interessantes gibt. Und ich weiß, wir haben heute deutliche Überlänge, aber ich wollte halt den Kill von Merrick noch in dieser Episode kriegen. Your parents are dead. Ah, oh, es tut mir leid. Aber ich will nur mal schauen, ob es hier neues Equip gibt. So brutal das eigentlich auch gerade ist. Aber hey, gib mir mal die Chance. Du redest noch ganz normal, unglaublich. Hey, das ist sogar stärker. Ich bin gerade ein bisschen geflasht. Aber... Ah, stimmt, okay. Das sind Schwerter, die je nach dem Element basierend sind. Das heißt, ich muss bei manchen Gegnern anscheinend aufpassen, dass ich dann halt nicht das falsche Element habe. Das heißt, ich nehme wahrscheinlich das Stärkste. Und falls es was anderes gibt, was ich hätte nehmen müssen, muss ich wohl ein bisschen mit... Ja, mit Magie arbeiten, ne? Vor allem Diggin, Huge... Nee, das gefällt mir nicht so. Ja, wir machen das heute noch. Minus 5 Move. Ja, mein Gott. Swordbreaker, Attack... Oh, was? Ist das für dich? Für... Ist das... Attack drops enemy attack level. Das sieht aber interessant aus. Cannot. Ah! Achso, schon klar. Ich bin aber auch bescheuert. Ich möchte eins haben. Einfach nur als Andenken. Total. Ich bin aber auch bescheuert. Den nehmen wir noch. Bam! Nice. Neue Rüstung ansonsten. Power-ups, Power-moves. Gerne. Was genau? Ah, ich verliere meinen Angriffsboost. Nee, dann nicht. Das ist schon ziemlich Endgame, das Equip, was er da hat, ne? Ja, super, das ist bestimmt gut für dich. Heracle Belt plus 40 Angriff. Shit, den will ich einmal haben. Gutspeed, Shogun plus 40 Move. Nee. Alles klar, aber plus 40 Angriff muss ich definitiv noch Gebrauch von machen. Also ich muss dran denken, vor Bossfights das dann auszuwechseln. Bei plus 40, das ist nochmal schöner als die plus 20, die ich da bekommen hatte. Und ja, wir sind jetzt ein bisschen arm. Aber es liegt nur daran, dass ich mein ganzes extra Equipment nicht verkauft habe. Wenn ich das machen würde, ich glaube, dann würden wir wieder richtig engaged werden, ne?
Aber gut, der Part ist wirklich länger, als er hätte sein sollen, und weiter geht's beim nächsten Mal. Bis dahin und bis dahin.